Menschen brauchen fast immer Zeit, sich selber was zu überlegen über das, was sie sagen möchten. Und kleinere Gruppen sind erleichternd, mal Gedanken aussprechen zu probieren, bevor man es dann vor einer großen Gruppe tut oder der lehrveranstaltungsleitenden Person tut. Viele didaktische Methoden zielen eigentlich darauf ab, dass Personen zuerst in Ruhe nachdenken können und dann im kleineren Verband auch Argumente ausprobieren können, bevor das dann in die große Gruppe kommt. Da gibt es so ganz klein formuliert so dieses Think, Pair, Share. Ja, also jede Person kann zuerst selber was nachdenken. Das haben viele sehr gern, wenn sie einfach so in Ruhe mal sich sammeln können, aufschreiben können. Da, nach diesem Think kommt dann das Pair, ja, dass sie sich mal nur zu zweit unterhalten. Was hast du geschrieben? Was habe ich geschrieben? Aha, interessant, auf das wäre ich nicht gekommen. Das weiß ich aus den Essays, die sie dann oft schreiben, dass das bereits viel den Horizont erweitert, was andere gesagt haben. Und gleichzeitig zu zweit ist nicht gefährlich. Ich gehe dann immer noch einen Schritt weiter, vor allem in der Gruppe mit 50 Personen, dass dann zwei Paare sich jeweils zusammensetzen, dass sie sich zu viert auch noch austauschen. Und da hatten sie dann quasi zweimal die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe über etwas zu sprechen, worüber sie am Anfang alleine nachgedacht haben. Und da sind sie so gesehen ein bisschen geübt, ein bisschen warm geredet und sie haben auch schon ein bisschen mehr Sicherheit über das, was sie sich aufgeschrieben haben. Und das erhöht bereits die Möglichkeit, dass sie im großen Verband, wenn quasi alle zuhören, sich was sagen trauen, weil sie haben es ja jetzt schon zweimal gesagt und auch alleine überlegen dürfen.